Hallo und herzlich willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild. Ich bin gerade auf dem Weg zurück ins Dorf vom Holz sammeln und habe hier jemanden getroffen. Ich dachte, vielleicht wäre es wieder einfach nur so ein Giga, aber nein, es ist tatsächlich eine richtige Reisende, Liesel nämlich. Und sie sagt, gibt es ein Ziel, an dem deine Reise enden wird? Für mich ist die Antwort auf diese Frage die Quelle der Weisheit. Ich möchte das von Prinzessin Zelda erlebt nachfühlen, da ich sie wie sonst niemanden verehre und respektiere. Ah ja, okay, interessant. Quelle der Weisheit, sagt die also. Na, wo die wohl sein wird, wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Inzwischen ist es 5:45 Uhr, das Dorf erwacht so langsam wieder zum Leben. Ich habe die 30 Holzbündel gesammelt. Zwischen den Folgen ging jetzt ganz schnell eigentlich. Ich habe eine Axt dabei verbraucht. Er ist auch schon wieder am Arbeiten hier. Und dann wollen wir doch mal hochgehen zu unserem Freund Landa und ihm das Holz bringen und schauen, was er denn dazu sagt. Vielleicht geht er ja doch noch mal ein bisschen mehr mit dem Preis runter oder wir können ihm noch andere Sachen bringen. Wir schauen einfach mal, wie er uns da jetzt weiterhelfen will. So, und die sitzen jetzt hier alle am Feuer, weil sie nicht weitermachen können. Okay. Habe ich noch Platz für... Nee. Gut, Landa. Morgen! Hast du die 30 Holzbündel? Ja, ich habe sie. Sehr gut, dann nehme ich sie dir mal ab. Bitteschön. Jetzt weiß ich, dass es dir ernst ist. Du kannst das alte Haus wie abgemacht für 3000 Rubine haben. Melde dich bei mir, wenn du das Geld beisammen hast. Okay. So, du hast Lana die Holzbündel gebracht. Er hat Wort gehalten und den Preis von 50.000 Rubinen auf 3.000 Rubine gesenkt. Sprich Lana wieder an, wenn du 3.000 Rubine gespart hast. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß gar nicht, wie viele Rubine haben wir denn? 379. Ja, da kommen wir später nochmal wieder. Wir könnten ein paar von unseren Edelsteinen verkaufen. Aber ob wir denn dafür 3000 Rubine zusammenbekommen, weiß ich jetzt gerade nicht. Na, wir gucken mal. Wir schauen jetzt erstmal weiter. Hier waren ja noch ein paar Leute, mit denen wir nahe vorher nicht sprechen konnten, weil es schon so spät war. Unter anderem ein paar Kinder. Aber sind die denn jetzt hier unterwegs, obwohl es regnet? So, die putzt hier schon wieder. Hallo. Oh. Ah, die werden wir nicht kriegen. Die wird weglaufen. Wartet mal. Wir können es mal so versuchen. Ja, das sollte gehen. Sehr schön. So. Wir mal gucken, ob hier in den Töpfen vielleicht was drin ist. Nö. Was ist hier? Zuhören kann man hier, okay. Du wirst nicht glauben, was mein Kind neulich gehört hat. Im Hateno-Institut geht seit kurzem ein kleines Mädchen ein und aus. Oh, wie seltsam. Wie kam das denn zustande? Adoption? Ich weiß ja nicht. Das würde diesen Forschern gar nicht ähnlich sehen. Ob das Mädchen in Wirklichkeit... Nein, das kann nicht sein. Ah. Okay, interessant. Hallo, guten Tag. Was fällt dir denn ein? Versuchst du etwa uns zu belauschen? Das kannst du vergessen. Die Jugend von heute. Ich muss mal ein Wörtchen mit deinen Eltern reden. Man belauscht keine fremden Gespräche. Entschuldigung? Dann redet eben nicht mit mir. Wir gehen mal in den Klamottenladen. Guckt mal, das ist die Julia-Rüstung, die tragen wir ja bereits. Und dann gibt es hier, oh, geh doch mal vorbei. Lia-Helm, Rüstung und Hose. Und hier hätten wir den Winterwams kaufen können. Jetzt ist der weggegangen. Mit wem? Oh, hallo. Na, dich habe ich ja gar nicht gesehen hier in der Ecke. Hallöchen. Sophora, willkommen. Hier bei C4 finden Sie alle Arten von Kleidungsstücken, von Alltagsmode bis zur Schutzkleidung für Krieger. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum stehst du denn hier so versteckt in der Ecke? Sie meinen, ich bin hier in der Ecke schlecht zu sehen?
Aber ich muss hier stehen. Das ist mein Lieblingsplatz. Bitte haben Sie Verständnis. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Na, was ist das denn hier? Bitte warten Sie einen Moment. Ich muss mich konzentrieren. Danke für Ihre Geduld. Wir sind eine Boutique mit Schwerpunkt auf moderne Alltagskleidung. Von bequemen Stücken für zu Hause bis hin zu Rüstungen für Soldaten. Unser Angebot weiß zu überzeugen. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ah, ich möchte was verkaufen. Was möchten Sie denn verkaufen? Ich bin gespannt auf Ihr Angebot. So, lass mich mal gucken. Was könnten wir ihr denn mal verkaufen? Ein paar Äpfel? Es gibt jetzt nicht so viel, ne? Ich verkaufe trotzdem mal Äpfel. Und zwar, wir haben 52, lassen wir 30 über, machen wir 22 weg. So. 66 Rubine, danke. Haben Sie noch was für mich? Tja, ich weiß halt nicht, ob ich die Sachen hier alle noch so brauche. Ich meine, man kommt ja auch immer wieder dran an das Zeug, ne? Ich habe eigentlich nicht vor, Medizin zu kochen, aber ich glaube, die braucht man noch für andere Sachen, die Käfer und so. Ich kann mal hier noch von denen ein paar verkaufen. Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist, oder? Okay, danke. Feen könnten wir ihr verkaufen. Was kriege ich denn für eine Fee? Och, nicht viel. Dafür auch nicht. Das hier würde was wert sein. Dann verkauft man davon mal zwei. So. Danke. Ich möchte mir nämlich gerne diese Rüstung kaufen, wisst ihr? Ach, hier wären übrigens doch noch Feuersteine gewesen. Na, egal. So, was haben wir hier sonst noch? Wir könnten den Diamant verkaufen, aber ich glaube, den werde ich vielleicht noch brauchen. Verkaufen wir mal noch einen Opal. Ja. Das sind auch nochmal 60 Rubine. Danke. Und von den Monsterzutaten können wir eigentlich auch mal ein paar verkaufen. Hiervon vielleicht so mal 32 oder so. Ja. 96 Rubine. Danke. So. Und dann verkaufen wir hiervon nochmal. Muss ich gerade überlegen. 34. Müssten wir auch auf 50 kommen. Oder vertue ich mich gerade? Ui, das ist aber viel wert, das Zeug. Wow. Okay, jetzt haben wir unseren ersten Tausender fast zusammen. Vielleicht gebe ich ihr noch hiervon 7. Dass wir mal so auf 50 auf jeden Fall bleiben, von den Zutaten her. So. Und dann verkaufe ich ihr noch das eine Gelee hier. Zwar nur 5 Rubine wert, aber besser als nichts, sage ich mir so, ne? Okay. Ansonsten, die anderen Sachen würde ich behalten. Von hier... Ich glaube, von diesen Pilzen werden wir auch nicht so viele brauchen, denke ich. Kaufen wir hier auch mal nochmal 14. Okay. Und hiervon noch 3. Wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich eh nicht alles verkochen. Und wir finden das ja auch immer überall wieder. Dann mache ich hier mal die Pilze alle so auf 20. Dann sind das auch nochmal ein paar Rubinchens. Und wir können uns dann die Rüstung kaufen. Ich glaube, die macht nämlich gut was her. Das Geld für Landa werden wir jetzt noch nicht zusammenbekommen. Da müssen wir dann mal ein bisschen farmen gehen vielleicht oder so. Ich muss mal sehen, wie ich das mache. Aber so wichtig ist das jetzt nicht. Das ist halt ein eigenes Haus quasi, ne? Wir freuen uns schon auf Ihren nächsten Besuch. Okay, dann werden wir mal die Rüstung kaufen hier. Was kostet das denn? 180, 250 und 200. Sollte, denke ich, reichen, glaube ich.
Bitte warten Sie einen Moment. Ich muss mich konzentrieren. Ach, wir können übrigens mal vorlesen. Hylia Beinschutz. Stiefel hylianischer Soldaten aus schwerem Metall, die aber guten Schutz gewähren. Aufgrund ihres Gewichts braucht es Übung, bis man in ihnen rennen kann. Mit denen kann man also nicht rennen, offenbar. Danke für Ihre Geduld. Der Hylia Beinschutz darf es also sein für den Herrn. Das macht 200 Rubine. Danke. Ich ziehe das trotzdem jetzt mal gleich an. Wir gucken mal, wie das mit dem Rennen ist. Ja, wir gucken einfach mal. So. Danke. Dann haben wir hier Hylia Rüstung. Diese Rüstung wurde einst von hylianischen Soldaten getragen. Ein wahres Meisterstück der Schmiedekunst, die ihrem Träger einigen Schutz bietet. Die Hylia Rüstung darf es also sein für den Herrn. Das macht 250 Rubine. Dankeschön dafür. Auch die werden wir sofort anziehen. Ja. Und dann gibt es hier noch den Helm dazu. Hylia-Helm. Ein Helm für Frontsoldaten aus äußerst robustem Metall. Alle Exemplare, die man jetzt noch findet, stammen aus der Zeit der großen Verheerung. Aber ich sehe gerade... Wartet mal, ich muss mir das gleich nochmal genauer angucken. Ein Helm für Frontsoldaten... Ja, der hat... Wartet mal, unsere Rüstung ist viel besser, ne? Aber wir können nachher noch mal kurz zur großen Fee gehen und gucken, ob die uns das eventuell besser machen kann. Und wenn nicht, dann ziehe ich mich wieder um, bis wir dann diese Rüstung besser machen können, auf jeden Fall. Na, guck mal, wie schnieke wir jetzt aussehen, Mensch, ha? Aber hallo! So, dankeschön, meine Liebe, dann gehen wir jetzt wieder, nachdem wir dir den Laden leer gekauft haben. Ah, da sind wieder die beiden Kinder, hallo! Macht Spaß, oder? Ich liebe es, herumzulaufen. Aber ich mag vieles gern. Soll ich dir davon erzählen? Na klar, wen magst du gern? Meine Mama, die spricht irgendwo mit einer Freundin. Wenn man sie dabei stört, wird sie böse. Man muss sich ganz vorsichtig unbemerkt anschleichen, wenn man zuhören will. Soll ich dir noch mehr erzählen? Na klar, was machst du denn gern? Käfer fangen. Da staunst du, was? Der Trick ist, sich ganz leise anzuschleichen. So lassen sie sich leichter fangen. Soll ich dir noch mehr erzählen? Und was magst du gern? Edelsteine und Rubine. Alles, was glitzert, habe ich gern. Oh, sag mal. Was denn? Du hast einen Diamanten, oder? Ja. Wenn du den verkaufst, bist du reich. Soll ich dir noch mehr erzählen? Oh, nö, das reicht. Danke. Tschüssi. Tschüssi. Mit dir will ich reden. Nebo. Hey, hallo. Du kommst aus der großen, weiten Welt, oder? Du kannst sicher mit Pfeil und Bogen und mit dem Schwert umgehen, oder? Du bist bestimmt total stark. Na klar. Wahrscheinlich kommst du mit allen möglichen Waffen klar. Hilfst du mir dabei, meinen Traum wahr werden zu lassen? Mein Opa war immer ganz fasziniert von Waffen. Wie jeder Opa wahrscheinlich. Leider hat er seine Sammlung nie vervollständigen können. Und jetzt ist er nicht mehr da. Bringst du mir die Waffen, die ich dir nenne, und zeigst sie mir? Dann kann ich meinem Opa am Himmel erzählen, was ich gesehen habe. Und in Ordnung, klar, machen wir. Gut, so machen wir es. So, was nehmen wir denn? Hast du schon mal ein Reiseschwert gesehen? Sowas könnte ich bisher nur in Büchern bewundern, aber in echt noch nie. Wenn du ein Exemplar findest, dann zeig's mir unbedingt. Haben wir nicht ein Reiseschwert? Moment. Nee, wir haben keins mehr. Schade. Na gut, wenn wir das nächste Mal eins finden, werden wir es Nebo zeigen. Ein Junge namens Nebo in Hateno möchte, dass du ihm die Ausrüstung eines Kriegers zeigst. Ein Reiseschwert interessiert ihn gerade besonders. Okay, das werden wir uns mal versuchen zu merken, dass der Nebo ein Reiseschwert sehen will. Was haben wir hier? Am Hateno-Strand sind Monster. Kann die bitte jemand vertreiben? Kojin, Hateno-Bauernhof. Okay. Ihr zwei kleinen Springer hier. Da haben wir den Bernstein, den wir eben verkauft haben, schon wieder drin. So. Ja. Machen wir hier mal die Töpfe kaputt. Die braucht doch keiner mehr. So. Okay, da ist nichts mehr. Da auch nicht. Wer ist hier noch? Ist hier noch jemand? Wartet mal, ich wollte mal meinen... Oh, da ist doch noch jemand. Hallo. Die Ranellspitze. Oh. Meadow. Hallo, bist du auf der Durchreise? Ich hoffe, du langweilst dich nicht zu sehr in unserem Kaff am Rand der Welt. Langweilen?
Nun ja, es gibt noch ödere Plätze auf der Welt, das stimmt. Zumindest die Färberei haben wir. Sowas findet man nicht überall. Im Norden von hier ragt die Ranellspitze empor. Über die Ranellspitze erzählt man sich so einiges. Dort soll die Quelle der Weisheit liegen, wo die Prinzessin von Hyrule sich rituellen Reinigungen unterzogen hat. Da haben wir doch schon mal was davon gehört. Die Prinzessin hat den langen Weg auf sich genommen, nur um diese Quelle zu erreichen. Sie muss dort einen Schatz versteckt haben, davon bin ich überzeugt. Aber die Ranellspitze ist von Schnee und Eis bedeckt, dort kommt so leicht keiner rauf. Okay. Also wenn du genug Zeit hast, kannst du dich dort ja mal umschauen. Okay, interessant. Schatz der Ranellspitze. Oh, das ist eine Schreinquest. Meadow in Hateno hat dir erzählt, dass es oben auf der Ranellspitze im Norden die Quelle der Weisheit geben soll, an der von alters her die Prinzessin von Hyrule Reinigungszeremonien durchgeführt hat. Prinzessinnen von Hyrule Reinigungszeremonien durchgeführt haben. Es gibt Gerüchte über einen Schatz, der in der Quelle verborgen sein soll. Okay. Das ist interessant, das merken wir uns mal. Hier ist nichts drin. Ein paar Frösche springen hier noch rum. Interessiert es die Leute gar nicht, wenn man hier ihre Fässer und so kaputt macht? Nein! Oh. Da sehe ich doch wieder was. Ja, damit. So. Andere Fass hole ich mir auch gleich noch. Sag mal, Link. Heute Nacht nicht von Kraft geträumt, ha? Eben hat es doch auch geklappt. Sag mal, willst du mich veräppeln? Ah, ich muss das von ganz nah machen. Ich verstehe. So. Aber da ist drin. Okay. Gut. Dieses Haus haben wir noch nicht besucht. Da wird aber jetzt keiner zu Hause sein, wahrscheinlich. Wir gucken trotzdem rein. Nein, hier ist niemand. Und hier gibt es auch nichts zu gucken. Link, doch nicht mit den Füßen auf dem Tisch. Also wirklich. Wo ist denn dein Benehmen? So habe ich dich nicht erzogen. So. Hier ist auch niemand zu Hause. Alle unterwegs. Oh, okay. Hier hatten wir geguckt, da war nichts. Gibt's hier was? Auch nicht. Oh. Bist du das Kind von eben oder bist du ein anderes Kind? Asu. Hey! Wir Spione sind auf geheimer Mission, also schleich uns nicht hinterher. Du lässt uns noch auffliegen. Okay, und wer bist du? Du, hör mal! Was denn? Kannst du das hier? Yolanda, da, Yolanda. Cha-ching! Ja, kann ich. Ja, dachte ich mir, den kann ja jeder. Okay. Oder war gerade einer mit einer Quest? Da gucken wir gleich. Gibt's hier was? Ein Pfeil? Na, Link. Eben hat's doch wunderbar geklappt. Komm. Geht doch für einen Apfel. Hier war nix. Mal hier gucken. Da steht jemand. Oh, da ist eine Kiste. Und die holen wir uns doch mal. So. Oh, ein Opal. Sehr schön. Da haben wir doch gerade einen verkauft. Ist hier sonst noch was? Hier nicht? Hier? Auch nicht. Oh, die hat auch noch eine Quest. Immer wenn die so ein Zeichen haben, haben die, glaube ich, eine Quest. Oh, guten Tag. Oh, du bist nicht von hier, oder? Vielleicht kannst du mir helfen. Was ist denn? Siehst du die drei Zedern hoch oben auf dieser Bergkette? Ja. Mir ist ein altes Buch in die Hände gefallen und irgendwo zwischen den Seiten steckt ein kleiner Zettel. Wenn aus drei Zedern eine wird, stehst du richtig. Geh auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Das stand auf dem Zettel. Man muss sicher von den drei Zedern aus in Richtung der Amosio-Küste im Osten gehen. Amosia-Küste im Osten gehen. Und diese Prüfung im Fels, das kann doch nur heißen, dass da ein Schatz zu finden ist. Aber ich habe ein Kind und diese verschneiten Berge zu überwinden, das würde ich eh nicht schaffen.
Also überlasse ich dir den Schatz. Such ihn und erzähl mir dann davon. Okay, noch ein Schreingeheimnis. Es gibt eine alte Legende über die drei Zedern auf den verschneiten Bergen, die man von Hatinu aus sehen kann. Wenn aus drei Zedern eine wird, stehst du richtig. Geh auf das Meer zu und finde die Prüfung im Fels. Oh, nein, das wollte ich nicht. So, okay. Gut. Ja, merken wir uns mal. Was haben wir hier noch? Ein Topfdeckel, den brauchen wir nicht. Hier nehme ich nochmal kurz die Axt zur Hand. Okay. Und noch ein Pfeil, sehr schön. So, wir haben hier vorne noch Leute, mit denen wir sprechen können, deswegen lasse ich den mal kurz stehen hier. Bist du der von eben? Ne, ist noch jemand anders. Karin, ist das jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Sieht mir aus wie ein Junge. Könnte aber auch ein Mädchen sein mit dem Namen. Es ist wahr, ich habe sie gesehen. Ah, tut mir leid. Wen hast du gesehen? Im Hatinu-Institut wohnt ein junges Mädchen. Ich habe dort ein Mädchen rauskommen sehen. Die Erwachsenen wollen mir nicht glauben, aber ich habe da wirklich ein Mädchen gesehen. Alle sagen, dass dort nur ein alter Mann und eine alte Frau leben. Und dass ich mir das Shika-Mädchen nur einbilde. Keiner glaubt mir. Okay, ein Shika-Mädchen im Institut. Das klingt interessant. Da werden wir mal, dem werden wir mal nachgehen. Wer bist denn du? Senna. Ja, ich weiß schon. Ein Kunde, oder? Ja. Schatz, hier ist ein Kunde. Er will sich seine Kleidung färben lassen. Das sieht man direkt. Den Rest machst du, ja? Okay, das ist offenbar die Frau von dem hier. Wow. Reinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hatinu. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleider in deinem Lieblingston. Erzähl mal mehr. Junger Mann, für gewöhnlich ziehen unsere Hatinu-Farben eine eher traditionell orientierte Kundschaft an. Ich sehe es also als meine Aufgabe an, diese stolze Tradition auch den nachfolgenden Generationen ans Herz zu legen. Gut, dann will ich dir mal die Einzelheiten erklären. Hatinu-Farben sind in diesem Dorf ein traditionelles Handwerk. Wir färben Kleidungsstücke in beliebigen Farben. Früher haben wir die Färbematerialien den Kunden zur Verfügung gestellt. Aber leider gibt es jetzt so viele Monster, dass wir nicht mehr an die nötigen Materialien kommen. Kunden müssen die Färbematerialien also selbst mitbringen, aber dafür ist die Gebühr jetzt auch viel geringer. Und die Gebühr beträgt gerade einmal 20 Rubine. Und wo das gesagt ist? Komm schon, für läppische 20 Rubine färben wir deine Kleidung genau so, wie du willst. Okay. Gut, dann warte kurz da oben. Mal schauen, was jetzt passiert. An die Farbheit? Hihi, dann färben wir mal deine ganze Garnitur. Dann wähle die Farbe, mit der wir färben sollen. Das zu färbende Kleidungsstück ziehst du einfach an. Okay. Und welche Farbe darf sein? Ah, okay, ich verstehe. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. Ich würde ja gern, aber ich glaube, das möchtet ihr nicht. Ich würde ja gerne, hier. Gelb gefällt mir eigentlich ganz gut, aber dunkelblau ist auch hübsch, ne? Wobei dunkelblau hat es ja jetzt quasi schon so ein bisschen schwarz oder orange. Ich glaube, wir lassen das Karmesinrot. Wir lassen das erstmal. Das lohnt sich jetzt bei der Rüstung nicht so unbedingt. Jetzt suchst du dir eine Farbe aus. Ach nee, das haben wir doch schon. Doch nicht, okay. Komm jederzeit vorbei. Na klar, das machen wir. Also wissen wir, hier können wir uns umfärben lassen. Also unsere Kleider. Interessant. Schön. Mensch, cool, dass man hier auch, sagen wir mal so, seine Kleider individualisieren kann. Das finde ich doch sehr, sehr interessant, ja. Okay, hier haben wir noch einen Topf. Oder mehrere. Da war aber nichts weiter drin. Oh, eine Leiter. Wo geht's da hin? Noch mehr Töpfe. So.
Oh. Kam da was Interessantes raus? Nee. Da liegt noch ein Schild, aber den lasse ich jetzt mal liegen. Das war eh nur ein verrosteter. Von daher brauchen wir den jetzt, glaube ich, sowieso nicht. Okay, mit wem haben wir denn jetzt hier noch nicht gesprochen? Da ist auch noch ein Haus und eine Leiter, habe ich gesehen. Da gibt's nix. Ach, Link. Oh, Mann! So schwer kann es doch nicht sein, wollte ich gerade schon sagen. Toll, und das alles für einen Pilz. Tja, ja. Naja, was macht man nicht alles, ne? So. Hier können wir die Kiste noch zerstören. Bekommen wir noch ein bisschen Matz und einen Apfel. Ein Pfeil und einen Apfel, so rum wollte ich sagen. Und hier oben. Sind wir jetzt im oberen Bereich. Sehe ich jetzt aber so erstmal nichts, was mich interessiert. Gehen wir wieder raus. Okay. Gut. Die Kinder, mit denen haben wir gesprochen. Dann gehen wir mal weiter. So. Da stand doch jetzt hier unten jemand. Oder wir gehen erstmal hier hoch. Das können wir natürlich auch machen. Die Häuser stehen weiter vorne quasi, ne? So. Da ist auch nichts drin. Ah! Eine Göttinnenstatue. Da können wir uns doch noch ein bisschen... Oder wollen wir uns jetzt vielleicht doch mal ein bisschen ein paar Herzen holen? Na komm. Ausdauer, reicht mir das schon? Ah, ich weiß es nicht. Ich würde... Na gut, komm, wir machen mal Herzen. Einen zusätzlichen Herzcontainer, ja. So sei es. Oh, wunderschön. Herzcontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Nämlich genau um 1. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ja, das machen wir. Hatten wir bereits abgemacht, dass wir das tun. Gucken wir mal kurz hier drumherum. Moment. Da gibt's nichts. Mist. Die habe ich zu spät gesehen, leider. Was ist hier? Eine Heugabel. Brauchen wir die? Was haben wir denn? Nee, die hatte, glaube ich, nur 7, ne? Dann lassen wir die... Stopp, da war noch was. Ich habe es genau gesehen. Ach so, noch eine Hacke. Da könnten wir doch eigentlich unseren Stock wegwerfen. Und dafür dann vielleicht die Hacke mitnehmen. Ja. Das machen wir so. Ja. Genau. Gut. Dann gehen wir hier nochmal rein. Und schauen, ob jemand zu Hause ist. Scheint aber wohl wieder nicht der Fall zu sein. Zu sehen gibt es hier sonst auch nichts. Das ist die Abstellkammer oder die Vorratskammer. Und zu holen gibt es da oben irgendwas. Ein Buch. Notizbuch, das Geheimrezept, das selbst Vater aus den Socken haut. Zuerst braucht man einen Rüstungskürbis. Für den Eintopf außerdem Milch, Tabanterweizen und Ziegenbutter. Gut umrühren und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, um einen leckeren Kürbiseintopf zu erhalten. Ah, okay. Butter hatten die jetzt hier nicht und ich glaube, wir haben auch noch keine gefunden. Es lohnt jetzt also auch nicht, das aufzuschreiben oder... gerade zu probieren, weil wir jetzt leider auch nicht an alle Zutaten rankommen, ne? Da sind noch Töpfe. So, das ist also wahrscheinlich das Haus des Bürgermeisters, denn der kleine Junge, Thibaut oder wie er hieß, der hat doch gesagt, beim Haus des Bürgermeisters gibt es auch eine Statue. Und wer bist denn du? Wobei, der da ist schon weg, dann reden wir mal mit dir. Du, bist du auf Reisen? Hast du im Gasthaus Sahel übernachtet? Nein. Nein? Heißt das etwa... Du hast doch nicht etwa vor, hier in Hatine zu bleiben, oder?
Mal überlegen. Das kann ich so nicht, nicht hinnehmen. Ich habe schon genug Rivalen. Ach, vergiss, was ich sagte. Ist nichts. Uns geht's zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella... ich meine, ich stehe hier Wache und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Welche Fremden denn? Ja, so welche wie du zum Beispiel. Viel wichtiger, hast du Fräulein Primella schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, halte ich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück, ja? Ach, wenn nur nicht alles so schwierig wäre, was soll ich ihr bloß schenken? Ach ja, sag mal, welche Geschenke könnte Fräulein Primella vom Gasthaus Sahil wohl gefallen? Welche Geschenke könnten Fräulein Primella gefallen? Ja, es geht um den Freund eines Freundes, der ist verliebt und hat mich um Rat gefragt. Ja, sicher doch. Ein ausdauernder Verehrer. Mansa möchte für den Freund eines Freundes wissen, wie man die Aufmerksamkeit der Besitzerin des Gasthauses Sahil, Primella, erregen könnte. Frage Primella nach ihrem Herzenswunsch. Okay. Und wer bist du? Hast du sonst noch was zu sagen? Ha, ich wette, du hinterlässt bei Frauen ganz schön Eindruck. Ha, was? Du hältst also Wache. Genau, ich halte Wache für das Dorf, für die Liebe. Liebe hat damit nichts zu tun, vergiss das mal gleich wieder. Ich halte Wache, damit sich keine gefährlichen Typen hier im Dorf breit machen. Gibt's sonst noch was? Nö. Bis dann und versuch dein Glück bei den Frauen in einem anderen Dorf, ja? Okay. So, hier wären nochmal Kochtöpfe. Oh, liebe Freunde, ich sehe gerade, aber die Zeit ist um. Deshalb müssen wir die Folge leider beenden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch gerne ein Abo. Wenn ihr mögt, auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier mal das Gasthaus erkunden und vielleicht in Richtung Institut aufbrechen, wo es denn jetzt offenbar ein kleines Mädchen gibt. Wir werden sehen. Also dann, ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.